Es gibt ja das gute Sprichwort, das ist das listige Gift mitten ins Herz uns gezielt. Wer seine Herkunft vergisst, der hat seine Zukunft verspielt. Das Anliegen dieses Buches hat zwei Bausteine eigentlich. Der erste Baustein war bei uns in der Familie, zu sagen, Kinders, also der Nachwuchs, früher waren wir alle regional hinten in Hinterpommern ziemlich eng gesessen, natürlich auch in der Welt verstreut, aber das Hauptgebiet, das Stammgebiet der Puttkamers ist eben in Hinterpommern. Und so war das Anliegen von mir oder auch in der Familie begrenzt, aber wie das immer ist, irgendein Treiber muss es immer geben. Und das ist das Anliegen gewesen, eigentlich der Jugend, der nachwachsenden Generation, die nun hier leben und hier aufgewachsen sind, aufzuzeigen, wo kommen wir her, was haben wir getan und wo stehen wir heute. Ja, so, zumindest eine Geschichte erstmal Pommerns, Preußens, weil ja Bismarck hat ja seine Frau Johanna von Puttkamer gehabt, was sage ich immer, ohne was wäre aus Bismarck geworden, ohne Johanna von Puttkamer, ein bisschen scherzhaft. Dann unser Innenminister damals und Robert von Puttkamer eben auch als Innenminister, der mit dem Duden auch die deutsche Schreibweise vereinheitlicht hat. Und dann eben folgewirkend auch Friedrich im Großen, vorher eben auch schon unsere Generäle, die wir da eben hatten zu der Zeit. Ja, und nach Bismarck eben dann, ja, der Erste Weltkrieg leicht. Und dann das Drama eben des Zweiten Weltkrieges eben auch dann. Und die Auswirkungen eben auch dann von Flucht und Vertreibung, was man sich als Familie, so wie ich das von meinem Vater kenne, nie hat vorstellen können, dass man, wir haben ja zum Beispiel 700 Jahre auf diesen Besitzungen gesessen, dass man dann plötzlich da nicht mehr sitzen kann, ja, durch diese Wirren dieses Zweiten Weltkriegs eben. Und dann eben wird eben auch gesagt, wie war der Wiederaufbau oder Neuaufbau oder wo sind wir heute gelandet? Eben anders, als es früher war, klar. Andersrum, meine Erziehung zu Hause. Mein Vater immer gesagt, benehmt euch anständig. Wenn du klaust, steht es in der Zeitung. Wenn Herr Meier klaut, steht es nicht in der Zeitung. Also sieht man immer wieder, wenn einer was nicht Wertvolles, nicht Richtiges gemacht hat. Ist das eine, das ist ja mal, ist auch meine Überzeugung, auch meine tiefe Überzeugung, der Name in diesem Fall Puttkamer, muss ich nochmal vorweg sagen, das soll keine Erhöhung oder Selbsterhöhung der Familie jetzt sein, weil wir das ist eigentlich nur ein Beispiel von vielen anderen Familien jetzt. So würde ich das jetzt sehen. Und ja, der Adel hin, der Adel her, ich sage immer, wer so einen Namen trägt, der hat auch eine besondere Verantwortung, weil der Name Geschichte hat und muss sie auch entsprechend aufführen. Meine Überzeugung, so habe ich es auch gelernt von zu Hause, Leistung bringen, Verantwortung übernehmen, sozial einzusetzen, diese Parameter. Aber das hat nichts nur mit dem Adel zu tun, denn es geht eigentlich um die adlige Haltung. Und die adlige Haltung hat Herr Meier, Herr Müller, Herr Schulze genauso haben. Das ist ja nun eben, naja, Zufallsprinzip, aber das eben nun mal Familie, der adlige Namen, aber das hat mit dem Namen nichts zu tun, sondern ist nur der Adel als Bezeichnung jetzt von Puttkamer in diesem Fall. Aber die adlige Haltung, was wir immer sagen, die hat, kann die ein jeder haben. Ich sage genauso, das kann Herr Meier, Müller, Schulze genauso haben. Einsatzbereitschaft, Verantwortung, Disziplin, ordentliches Verhalten, ja, ich finde schon gesagt, soziales Verhalten, ja, anständig sein, sauber sein, zuverlässig sein, das sind alles Werte. Wenn ich heute, ich bin in einer Stiftung, heute Geschäftsführer da bei mir in Bad Pyrmont-Lüchte, da haben wir so ein Projekt, Fit for Job, wo junge Leute, die in einer Ausbildung gehen, Schulabschluss, eine Ausbildung gehen. Da wird gesagt, ja, die Werte, ordentlich am Tisch sitzen und gerade sitzen und so weiter und so weiter. Das sind keine neuen Werte, das sind alles Jahrtausend gelebte Werte, die, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen verkümmert sind, aus meiner Sicht auch. Und das ist eben auch die Werte des Adels, der müsste es vorleben, aber das gilt für jeden Menschen.